Herzlich willkommen in eine kurze Einführung ins Biofeedback-Training. Ich bin Tobi. Ich bin Jimmy. Und wir zeigen euch ganz kurz, was ist Biofeedback, wofür kann man es benutzen und was braucht man dafür? Was heißt Biofeedback? Wie der Name schon sagt, bekommt man ein Live-Feedback vom eigenen Körper. In unserem Fall ist das ein Feedback von der Muskelaktivität. Was brauchen wir fürs Biofeedback? Wir brauchen zwei EMG-Sensoren, ein Tablet oder ein Smartphone, die mit Android laufen. Als erstes verbinden wir unsere beiden Sensoren mit unserem Tablet. Dafür öffnen wir die App, das habe ich hier schon mal in dem Fall gemacht, und meine beiden EMG-Sensoren werden angezeigt. Ich wähle beide EMG-Sensoren aus und drücke auf Messen. In unserem nächsten Bildschirm warten wir kurz und wir sehen, die beiden Sensoren haben sich mit unserem Tablet verbunden. Wir drücken auf Play und sind ab jetzt in der Lage zu messen. So, für die Anlage haben wir jetzt zwei Muskeln gewählt, einmal den linken, einmal den rechten oberen Trapez und machen damit jetzt eine Haltungsanalyse. Das heißt, einmal kurz einen Test, heb mal kurz die linke Schulter, perfekt, der linke Muskel geht an und die rechte Schulter, der rechte Muskel geht an, wunderbar. Was wir hier jetzt sehen, in der Haltung, die Jimmy gerade hat, sind die Muskeln noch leicht aktiv. Das heißt, erster Test, wie kriegen wir die Muskeln komplett aus? Genau, versuch dich mal aufzurichten und die Schultern richtig locker hängen zu lassen. Perfekt. Einmal einen Test, wie sieht das in der Bewegung aus? Nimm mal einmal die Arme nach vorne, 90 Grad und ganz nach oben. Sehr gut. Und einmal wieder runter. Das Ganze genauso langsam. Die dürfen ein bisschen mitarbeiten, aber der linke ist mir ein bisschen zu aktiv. Das heißt, versucht die linke Schulter mal ein bisschen weiter runterzuziehen. Nicht zu sehr, aber so, dass die Muskeln auf gleicher Höhe arbeiten. Sehr gut. Und einmal wieder runter. Perfekt. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In Zukunft werden noch weitere spannende Videos zum Thema Biofeedback folgen. Wenn ihr Interesse an dem Bereich habt, besucht einfach unsere WLAMIT-Homepage und guckt nach anderen interessanten Videos. Also bis dann, euer WLAMIT-Team. Ciao.